Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 180 von Avorion. Ich glaube, ich bin schon direkt noch weiter gesprungen und wir müssten hier mal gerade gucken, ob wir hier jemand was fragen können. Ich bin mir da nicht so sicher. Ah ja, doch, hier gibt es Frachter. Der müsste ja möglich sein. Hier ist ein Schiff. Ja, können wir was fragen? Wissen Sie etwas über die Sender, die hier verteilt sind? Da war ein komischer Sender in Sektor 14940. Danke für deine Hilfe. Gut, dann würden wir uns den Sektor nach dem Intro mal angucken, ne? Alles klar, bis gleich. So, dann gehen wir mal auf die Karte und schauen uns den Sektor an. Der war 100. Ne, der ist es nicht. Da ist es, okay. Koordinaten in den Computer eingeben. Ja, macht er. Gut, das bedeutet, wir springen erstmal dahin. Und dann springen wir weiter, ne? Achso, wir haben unsere Klamotten noch gar nicht angeguckt. Das müssen wir auch noch machen. Aber wir springen jetzt erstmal in den einen Sektor rein und dann gucken wir da nochmal, was wir für Produkte eingesammelt haben beim letzten Mal, ne? Da geht's auch weiter. Abkühlen gerade und das ist schon reichlich. Und ab in den nächsten Sektor. So, oh, das ist aber schön hier, diese Ringe um diesen Planeten. Cool gemacht. Sieht cool aus. So, hier ist nichts, aber irgendwo muss was blinken, oder? Ach, wir müssen nochmal fliegen. Ich dachte, wir wären schon angekommen. Mussten wir dreimal fliegen? Sah jetzt nicht so aus, oder? Aber vielleicht war das nur ein Feld daneben. Das könnte natürlich sein. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. So, da blinkt's. Okay. Ja. Gleich habe ich es kaputt geschossen, bevor ich es ausgewählt habe, ne? Also wir haben 6 Markierungen da. Ich glaube, gerade mal so geschafft, dass wir da nicht reingeknallt sind. Das ist er nicht. Da ist er auch nicht, der Blinker. Das ist er auch nicht. Da ist er. Sender, wir haben ein gutes Teil in der Operation. Ja, ist einer mehr geworden. Ja, aber ich weiß nicht, was... Ja, 71, 333, 66, 81, 75, 64, 148. So ganz hilft mir das jetzt nicht, ne? Ich glaube, ich springe mal dahin. Aber wir gucken erst in den Missions, die Forschung, die HT. Wenn ich 2 zusammengepasst habe, geht angezeigten Sektor. Höre dich nach Informationen über einen weiteren Sender um. Wenn du 2 zusammenpassende gefunden hast, gehe zum angezeigten Sektor. Das verstehe ich jetzt nicht. Höre dich nach Informationen über einen weiteren Sender um. Wenn du 2 zusammenpassende gefunden hast, gehe zum angezeigten Sektor. Gehe zum Sender, einen Sektor habe ich schon erledigt. Ich verstehe es nicht. Du hast einen Sender gefunden, der mysteriöse Nachrichten in allen Teilen mit der sogenannten Operation Exodus aussendet. Ja.
Ja, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Das ist auch nicht Forschung. Sammle drei legendäre Subsysteme, die kleine Exoten-Artefakte sind. Erforsche ein Artefakt. Okay. Achso, hier unten sind. Das haben wir, glaube ich, als letztes gekriegt, ne? Bei Festinschall sind nicht aktiv. Erzeugte Energie plus 200, Auflader plus 125. Einzig kann es nur einmal installiert werden. Dieses System hat 7 große vertikale Kratzer auf der Oberfläche. Können wir das mal gerade nach Material? Nee. War schon nach Seltenheit richtig. Okay, wir haben nur noch das. Erzeugte Energieaufladerate. Professionelle Handelssystem, ja, wäre jetzt nicht unbedingt vonnöten. Was ist das hier? Das T ist das Scanner-Booster. Überraumüberwacher. Ich glaube, den kann ich rausnehmen, ne? Und den baue ich dafür ein und installiere den fest, weil dann habe ich dieses erzeugte Energie- und Aufladerate. Das ist ja vielleicht nicht verkehrt, ne? So, da haben wir irgendwie ein Hyperraumsprungziel schon ausgewählt. Dann fliegen wir da mal gerade hin, oder? Das mit den Sender, das habe ich nicht so verstanden. Vielleicht hat irgendwer anders das verstanden und kann mir das mal in den Kommentaren schreiben. Thomas Stehler zum Beispiel, der weiß das bestimmt. Hier ist gar keiner, oder? Ne, hier ist niemand. Ich dachte, wir wären hier wohin gesprungen, wo jemand ist, aber... Wohl doch nicht, ne? Da hatte ich eine Desinformation, oder was war das? Ja, berechne doch schon mal. Macht er nicht? Hallo? Können wir mal diese Sprunggeschichte erledigen? Oh, das gibt's doch jetzt gar nicht, oder? Sprungroute wird berechnet. Aha. Das hat aber lange gedauert, bis er das gemacht hat, ne? So, dann springen wir da mal hin und hoffen wir, dass wir da was finden. Also ansprechbare Leute finden. Kein Ladebildschirm, doch. Bleib nicht zu lange in Herrschaftsgebieten einer Fraktion, die dich leiden kann, okay? Kopfgeld leer. Spielt keine Rolle, machst du platt. So, wen haben wir denn hier? E-Gate, Kreuzer. Kreuzer können wir nicht fragen, ne? Schrottplatz gibt es hier auch noch. Kommen Sie mit dem schwarzen Brett? Gibt es hier nichts, ne? Keine Aufträge mehr. Okay, das hat uns dann hier nicht weitergebracht. Schade. Tja, weiß ich jetzt auch nicht, wo wir da hinspringen wollen. Da? Ne, da springen wir mal hin. Wahrscheinlich ist da ein Knotenpunkt. Sprungroute ist berechnet, das heißt drehen und hin. Tore können wir nicht nehmen, weil wir zu groß sind. Du hast einen Sender gefunden, ja, weiß ich. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen können, ne? Okay, der Sektor war der richtige. Kreuzer, 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 das bedeutet, hier geht nicht, brauchen wir gar nicht anklicken. Schade. Handelsposten, Waffenfabrik. Ah, Waffenfabrik, da war doch was, ne? Der
Thomas hat halt geschrieben, Geschütztürme bauen, ne? Ah, wir dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen. Ich dachte, wir wären mit. Aha, das ist. Wir sind schon nicht mehr bei den Blauen, sondern sind jetzt hier bei dieser anderen Fraktion. Schade. Handelsposten. Was hat der Thomas gesagt? Wieder kaufen und wieder verkaufen und die Dingens ist gut, ne? Halbleiter hier. Oder hier. Bergbauroboter. Was können wir da? 8. Nicht genug Platz im Frachtraum. Ach so, Vorrat 42. 8 können wir nicht. Wie, dann nur 7? Geht auch nicht. Nicht genug Platz im Frachtraum. Was haben wir denn im Frachtraum, dass wir nicht genug Platz haben? Wahrscheinlich ist ja voll, ne? Na super. Ne, auswerfen wollte ich das jetzt nicht. Warte mal, da war geklärt. Was haben wir denn hier? Abziehen? Ne, Entdecker ist es. Stufe 2. Erfahrungsfortschritt 61%, okay. Güter gibt es ja auch, okay. Sehr schöne Dingens hier, Icons. Cool gemacht. Was war das? Schwarze Bretter. Achso, da gibt es Aufgaben vom schwarzen Brett, okay. Ressourcenknappheit, Lieferung Glas, Ressourcenknappheit. Was wollen die haben? 114 Carbon. Gibt es Carbon hier? Carbonextraktor. F. Gute Handeln. Carbon. Ja, ich muss erstmal meine Ressourcen loswerden, oder wie ist das? Dann mal hier. Ne, da war schon richtig, aber da muss ich da wieder hin. Kann ich das bei denen verkaufen? Nee, das kann ich nur beim Ressourcendepot wahrscheinlich. Okay, das ist ein bisschen doof, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Gut, Schiff war hier kein passendes dabei. Gehen wir auf die Karte. Ja, da können wir direkt in den nächsten Sektor direkt nebenan springen wahrscheinlich. Wo ist Sprung? Da. Machen wir nochmal schnell. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, ein Ressourcendepot zu haben, wo wir die Sachen im Frachtraum loswerden können. Wieder irgendwo eingesammelt bei irgendwelchen Piraten, die wir da durchflogen haben, wegen den anderen Teilen wahrscheinlich, ne? Ich könnte es auch rauswerfen, ne? Ist jetzt die Frage. Aber ach, eigentlich ist das immer so, ne? Sparsam muss man sein. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist die Mark nicht wert. Heißt das heute, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert? Wahrscheinlich nicht, ne? Schwerlastfrachter. Wissen Sie etwas über den Sender? Okay, da haben wir schon mal was. Warte mal, sagt der mir jetzt noch was anderes? Nee, ne? Doch, der sagt mir immer andere. Okay. Ich fliege da jetzt mal hin. Ich weiß zwar nicht, ob es gut und richtig ist oder so, aber irgendwas müssen wir ja machen, um diese Sache zu lösen. Irgendwie müssen wir das ja lösen.
Sprungroute ist auch berechnet. Okay. Kühlen wir gerade ab die Sekunden. Dann springen wir hin. Wo ist der Blinker? Da unten. Da müssen wir hin. Schauen wir mal, dass wir den erreichen. Das ist eine ganze Ecke weit weg. Okay. Ich glaube, wir gehen mal vom Gas runter. Nee. Einmal nochmal näher. Ich kriege ihn so nicht. Da ist er. Und F. Operation XZ auf der Hut vor Piraten. Was wir transportieren, ist von beiden unterschiedlichem Wert. 64 minus 148. Hier ist es nicht mehr geworden und 64, 148 müssen wir dann schon gehabt haben. Ist das dann eine Koordinate, wo ich hin muss, oder was? Ist hier und 100. 48 war da. 64. Minus 148. 64, ja, da ist es. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg dahin. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob wir da was erreichen oder nicht. Aber was willst du anders machen, ne? Stehen nur noch X und Y hinter. Keine Ahnung, was das wieder heißt. Nee, ja doch, X und Y. Mal schauen, fliegen wir dahin und gucken, was da los ist. Keine Ahnung, ob das richtig ist oder falsch ist, aber das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal, ciao!